Willkommen zu meiner täglichen Andacht. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam über Gottes Worte nachdenken und beten. Meine Andacht vom 15. September. Leiden? Ja, bitte. Der Bibelvers für heute steht in Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Uns gefällt der Gedanke, dass wir an der Herrlichkeit Jesu Anteil haben. Aber wie sieht es damit aus, an seinen Leiden Anteil zu haben? Durch Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz haben wir das ewige Leben empfangen und können bereits auf dieser Erde ein Leben in Fülle genießen. Aber die Bibel sagt, wir werden auch Leidenszeiten erdulden müssen, wenn wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben wollen. Ist es das wert? Nach Römer 8, Vers 18 zu urteilen, auf jeden Fall. Meistens sind wir der Meinung, dass wir aufgrund unserer Umstände leiden und in der Lage wären, richtig zu handeln, wenn diese sich endlich ändern würden. Aber Gott will, dass wir reif und gefestigt sind, damit wir auch dann richtig handeln können, wenn unsere Umstände gar nicht gut aussehen. Es gibt im Glauben verschiedene Ebenen. Am liebsten wollen wir unseren Glauben einsetzen, um unser Leid zu beenden. Aber manchmal möchte Gott, dass wir eine höhere Stufe des Glaubens erreichen, auf der uns der Glaube durch die schwierigen Zeiten hindurchträgt. Wir bestaunen oft Gottes befreiende Kraft aus schwierigen Situationen und übersehen, wie häufig er uns darin bewahrt, stärkt und hindurchträgt. Jesus hat uns in Johannes 16, Vers 33 versprochen, uns in den Prüfungen des Lebens seinen Frieden zu geben und die Kraft, die wir brauchen, um sie zu bestehen. Wenn du gerade leidest, darfst du zuversichtlich sein. Mit Jesu Hilfe wirst du diese Zeit durchstehen und Anteil haben an seiner Herrlichkeit, die sichtbar werden wird. Sei herzlich eingeladen, jetzt mit mir zu beten. Herr, in Römer 8, Vers 18 sagt Paulus, dass die gegenwärtigen Leiden nicht sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die in einem Leben mit dir begründet liegt. Ich möchte die gleiche Einstellung haben wie er. Danke für deinen Frieden und deine Kraft. Um jedes Leid, das mir im Leben begegnet, bewältigen zu können. Amen. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht, dass Gott immer bei dir ist und dich durch den Tag leitet. Wenn du gerne mehr Tipps für deinen Alltag mit Gott bekommen möchtest, dann bestell dir doch kostenlos mein Magazin unter joyce-meyer.de/magazin. Hab einen gesegneten Tag.